Hallo, Servus und willkommen zum Montag. Ein dickes, dickes Sorry dafür, dass letzte Woche nur XCOM 2, der Walkthrough zu XCOM 2 gelaufen ist. Aber manchmal ist einfach nicht viel Zeit da. Das tut mir dann natürlich selber immer sehr, sehr leid, aber ja, was soll ich sagen? Wir sind stehen geblieben, kurz bevor wir Liberty treffen sollen. Ich würde allerdings noch ganz kurz bei Maple Falls vorbeischauen, denn da war ich noch nicht und ich weiß noch nicht, was da genau ist. Es war schmerzhaft, als war gebunden, nach Maple Falls zurückzukehren. Stadt als geachteter Bürger. In meiner Scham verbarg ich meine Identität mit einer Kleidung und wir blieben mit einer Verkleidung. Also so mit Kopftuch und am besten gleich eine Scharia anziehen. Und wir blieben in den weniger angesehenen Teilen der Stadt. Ich stattete dem Waffenschmied einen Besuch ab. Ich hielt ständig nach Körperteilen oder Äther Ausschau. Ich verließ die Stadt. Dem Waffenschmied. So viel Geld haben wir nicht, aber warum nicht? Der Waffenschmied war ein selbstgefälliger, gut gekleideter Mann, aber ein unverbesserlicher Armleuchter. Er musterte uns herablassend, ohne etwas zu sagen. Na, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ein paar Sachen haben wir nicht eingesetzt. Aber das hier, Golem-Rezept, also Rezepte verkaufen will ich hier ehrlich gesagt so gar nicht. Oh, Entschuldigung, fast verschluckt. Bargeld. Wir haben trotzdem die Möglichkeit, ein bisschen was zu kaufen. Schaden beim Elefantengewehr. 5. Ja, nee. Okay. Oh, Muskete hat er auch. Revolvergewehr. Macht halt einen Scheiß an Schaden. Die Muskete würde ich aber mitnehmen, würde ich sagen, ne? So, bestätigen, handeln, Dankeschön und tschüss. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz, was unsere Leute hier so eigentlich alles haben. Siehste, ich hab's gewusst, da haben wir nämlich genau einen, der hat keine Fernkampfwaffe. Theodor, ich wusste es, dass es was bringt, wenn wir die Muskete mitnehmen. Okay. Oh, ein Kettengewehr, nice, wusste ich gar nicht mehr. Haben wir alle Karten? Ja, toll. Wir haben ja unheimlich viele Karten. Egal, lass gut sein. So. Oh, was passiert denn hier oben? Hieroglyphen, neuerdings, ja. Bei der Kirchengemeinde waren wir. Dann gehen wir gleich mal zum Steinbruch. Was sind das hier für oben neuerdings für Hieroglyphen? Ich gehe zum Stringfellow Steinbruch zurück. Ich wusste, dass du dort irgendwo auf mich wartest. Ich war so bereit, wie ich es nur sein konnte. Ich beschloss, auf Dramatik zu verzichten und weitere Vorbereitungen zu treffen. Nö, ich bin bereit. Die Sachen haben wir verteilt, richtig? Na gut, wir haben keine Talismane mehr. Was wir aber noch haben, sind, nutzbare Gegenstände. Wir hauen hier mal noch ein bisschen Heilung rein. Was hast du denn da noch? Koka-Blätter. Und dann gibt es hier nochmal Koka-Blätter und gedrückte Heilkräuter. So, damit hätten wir alles vergeben, was wir vergeben können. Es gibt nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Ab in... Ich weiß nicht, wird es jetzt schon der Endfight sein? Fragezeichen. Und so schloss sich der Kreis. I first suspected your grudge against me when I was surrounded by armed thugs. But I was shocked when it became clear you'd told them to terminate my life. I shot first. Idiots. I told them to disarm you. But don't worry, we'll get to the killing. Finde Liberty, töte die Deserteure. Liberty haben wir, glaube ich, haben wir einen Anhaltspunkt, wo sie sein könnte? Nein, ne? So, dann wollen wir uns mal ein bisschen verteilen. Wen haben wir denn da momentan? Gromen. Ja, warum eigentlich nicht? So, Schaden 5. Ach so, wir haben ja hier... Oh, wir haben ja Eindringlinge. Nein! So,
weg damit. Und dann haben wir hier Theodor. Ich würde sagen, dann stellen wir mal rüber zu Gorman. Mal gucken. 54%. Die Muskete ist ja eigentlich eher für größer. Ja, trotzdem. Ist scheiße. Ich würde sagen, Louise, sie hat ja eine Pumpgun, eine Shotgun, wie auch immer. Sie könnte eventuell. Ja, perfekt. Gut. So, dann hätten wir noch Gunther. Alle fahren Zug, nur nicht Gunther, der liegt drunter. 36%. Ja, wenn ich ihn treffen würde, ne? War klar. So, das heißt, wir müssen den da hinten auf jeden Fall aufs Korn nehmen. Wenn wir Glück haben, treffen wir ihn. Yes! Dankeschön! So, Revolheld ist Geschichte. Ich glaube tatsächlich, ich bleib hier mal mit mindestens der Hälfte an den Fenstern. Nein, so wird das nix. Okay, wen siehst du? 30%, 28%, nee, das ist... Nachladen auf jeden Fall, ja. Und 43%, wobei... Ganz ehrlich, den könnten Gorman und sein Kollege eigentlich ausschalten. Das dürfte nicht das Problem sein. Wenn wir das Glück entsprechend verringern, dann müsste es funktionieren. Ah ja, sieh mal einer an. Okay, wir gehen das Risiko mal ein. Das heißt, wir nehmen uns erstmal den da, reduzieren sein Glück und hoffen, dass Theodor etwas besser abschneidet wie Gorman. Ja, juhu! Du kleine Bitch, du. So, jetzt Louise. Aber das heißt, sein Glück wird erhöht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Damit hätte ich jetzt... Ja, war klar. Damit hätte ich jetzt leider Gottes nicht gerechnet, dass Louise trifft. Dann hätte halt Theodor getroffen. Schade. Sehr, sehr schade. So, wir kriegen wahrscheinlich gleich Besuch intern im Haus. Gehe ich mal davon aus zumindest. So, du triffst ihn zu 24%. Nein. Du musst ohnehin nachladen. Ah nee, Theodor ist ja drüben. Moment, wer war das hier drüben? Ach, Gunther. Warum vergesse ich eigentlich Gunther? Nach dem Witz, den ich gerade eben gerissen habe. 20%. Und was ist mit Luis? 31%. Naja. Da kann man von begeistert sein oder auch nicht. Ich wäre es jetzt eher nicht. Ja, der Grund hat aber nur noch einen Stern. Da würde ich es eher vermeiden. Was ich natürlich machen könnte, ist, ich könnte mit Gorman hier rausgehen. Das wäre eine Möglichkeit. Er hat noch 2 Sterne. Hierhin brauche ich 1 Stern. Eventuell... Ja. Aber wir reduzieren erstmal das Glück von unserem... Kandidaten. So. Jetzt muss ich mal schauen. Und zwar Theodor, denke ich mal. Theodor können wir abziehen. So. Erstmal hierher. Theodor, den können wir abziehen, damit er intern im Haus erstmal alles unter Kontrolle hält. Hat sie ihn doch getroffen. Hat sie ihn doch getroffen. Ich hätte es nicht gedacht. So, dann muss halt Gunther herhalten. Und Gorman. Jawohl, perfekt. Wieder einer weg. Siehst du, genau deswegen hier. Genau deswegen. Nein, so funktioniert das nicht. Und du stehst mitten im freien Feld. Wieso macht man denn sowas? Warum macht man denn sowas? Warum bist du so blöd? Okay.
Wir brauchen Deckung. Der steht hier drüben. Ja, aber hier haben wir keine Deckung. Also wenn, dann können wir uns tatsächlich einfach nur hinter den Schrank darstellen. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Alter, wie heftig ist das denn? Okay, umbieten. Alter, wie scheißheftig ist das denn? Okay. Luis, ich muss es versuchen. Ich muss es versuchen. Ich habe jetzt keine andere Wahl mehr. So. Es ist noch mal einer dazugekommen. Das heißt, es ist sowieso einer mehr, als ich besiegen kann. Es sei denn, ich gehe komplett auf den Term. Das ist natürlich noch eine andere Möglichkeit. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich muss nachladen. Das ist das Problem. Und er hat auch keine zweite Waffe. Der Gunther, der Liebe. Scheiße. 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 Kann nichts machen. Ich kann es nicht ändern. Okay. Unser Doktor. Hierhin bitte. Dann haben wir einmal den mit... Ja, dann nehme ich natürlich den. Ist ja logisch. Tschüss. So, drei dieser Türen sind noch übrig. Einer ist hier drüben, einer müsste hier sein. Und einer ist halt im Haus. Nicht? Da kann ich halt nicht wirklich viel machen. Das Problem ist, Gunther kann den nicht anvisieren. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann Gunther etwas mehr in Sicherheit bringen. Aber Gunther wird nicht das Ziel der Begierde sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Von daher ist halt wirklich die Frage, was machen wir denn mit Gunther? Ich würde sagen, wir stellen ihn jetzt mal hier hin. Da ich den dann ein bisschen provozieren will und er macht genau das, was ich will. Er geht nicht zum Haus, beziehungsweise ins Haus. Ach, da kommt Nummer 3. Ja, minus 4. Ich weiß, ich weiß. Deswegen hier erstmal nachladen mit Theodor. Und Theodor sollte eigentlich den hier intern erstmal erledigen können. Und dann haben wir nur noch die, zwei vorm Haus. Ach, du siehst den gar nicht? Echt jetzt? Dein Ernst jetzt? Oh, Mensch! Ins Kinder! So. Jawohl, das muss funktionieren. Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt hier raus. Und dann haben wir 51%. Ja, ich nehme ich mal, ne? Jawohl. So, den da hinten. Der mag es ja lieber heiß. Ich muss aber trotzdem versuchen, ihn schnellstmöglichst auszuschalten. Ja, immerhin. Immerhin. So, hat nur noch einen Stern. Da geht nicht mehr viel. Wir haben aber auch nur noch einen Deserteur. Das heißt, theoretisch, praktisch, gut. Würde ich sagen, bewegen wir uns mal Richtung unten. So, dann zeig mal, was du kannst. Das war nicht überzeugend. So. Nein, genau. Ich will Gunther. Da musst du erstmal nachladen mit der Scheißmuskete. Ohne Witz, ich brauche da noch eine sekundäre Waffe. Das kann so nicht funktionieren. Das kann so nicht weitergehen. So, minus 2. Also ganz ehrlich, bis Theodor unten ist, ist er schon längst gefallen. Aber gut. Dann können wir auch Luis runterschicken, oder? Das ist meine Meinung. Komm, runter mit dir. So, wir haben... Achso, der ist gerade dran. Wir haben hier eine Tür vorne und wo ist... Hier ist noch eine Tür, die ist ohnehin offen. Aber jetzt pass auf. So, du siehst ihn.